Dann beginnt jetzt die erste Runde, danach haben sie euch bemerkt. Kron ist zuerst. Kron ist dran. Kron springt auf, nimmt sein heiliges Symbol Pharasmas. Pharasma, leite meine Magie. Magic Missile. Tias Gesicht ist super. Und ich zaubere auf den Banditen dort Magic Missile. Le Damage. 4. Man könnte ja reden. Ihr seht ein weißes Geschoss runterfliegen und das trifft den Typen also. Aber er ist nicht tot. So, dann. Sorry. Darfst du? Haben wir irgendwo Kampfdingens mit den Dingern offen schon? Kampf, die Doppelschwerter oben rechts. Danke. Ja, du. Der wäre vielleicht mit Holz auf diesen Rechner 16. Außerdem wusste ich ja, wen du angreifst. Das ist ja mein Tag-Team. Verstehst du? So, ja. Vera. Die Vera. Ich bin dran. Ja. Die Banditen sind flat-footed. Die sind diese Runde handlungsunfähig. Ja, auch wahrscheinlich. Ja, dann, dann bewege ich mich auf jeden Fall auf den zu, der mir am nächsten ist. Ja, den man versteht dich schlecht. Mein Discord ärgert dich. Die Tür ist doch schon zu. Die Tür haben sie zugemacht. Das ist vor der ersten Handlung passiert. So, gut, dann. Kann ich den noch angreifen nach dem Weg zu ihm hin? Du hast Bewegungsweite 20, nein. Okay. Das heißt, ich kann mich wie weit bewegen? Noch 5. Ende. Das ist zu viel, ne? Nein. Ah, okay. Du kannst dich 4 Felder weit bewegen mit einer normalen Bewegung. Jedes Feld sind 5 Fuß. Du warst 35 weg. So, auf den Pfeil. Platz. Pfeil, Runde abgeben. Ja. So, Kür. Ja, dann würfel Schaden. Du schießt auf ihn. Ihr hört ein lautes Oh. Ah! Und dann ist Rainer. So, ihr müsst euch das jetzt so ein bisschen vorstellen. Rainer liegt da wie so ein Scharfschütze. Hat sein Ziel im Visier, wie so ein Falke. Ne, ungefähr wie Kron. Nur ohne Schielen. Dafür habe ich Auto-Hit-Spells. Doppelpunkt F. Ja, dann würfel mal Schaden. Also, wo war der Schaden da hinten so? Ja, du 3. hast ihn verwundet. Wow. Da krittet er. Und dann krittet er daneben. Dann darfst du auf den Pfeil drücken. Das ist schon echt bitter. Aber der Crit passte gerade echt gut zu meiner Beschreibung. Ja, Dex. Herz probiert. War leider ein Crit auf dem kleinen Finger. Er will das Gold in die Hand nehmen, oder? Er würde sich sogar anbieten. Ja, das finde ich eine gute Beschreibung. Na, schon gerade die eingegriffenen Penis gezielt. Aber nee, ehrlich. Gut, dann ist Alex dran. Oh, nice, Junge. So, ich will mich jetzt bewegen. Du bist ein Mensch, du hast 30 Fuß. Ja, 30. Das heißt? Du stehst genauso verkackt wie ich da. Also 4 Felder, ne? Du kannst dich...
bis zu ihm hinbewegen. Du kommst zwei Felder weiter, Samara. Du kannst auch einen Schritt näher rangehen. Richtig, du kannst nur einen Schritt vor. Achso, das kannst du sogar noch weiter. 30, nicht 20. Nicht wahr, Gno? Ich lass mich tragen, das ist okay. Irgendwann reite ich auf dir. Nein. Jetzt kann ich mir theoretisch noch auf die Fresse geben, oder? Jetzt kannst du ihn noch hauen, ja. Okay. Wie nennen das jetzt nochmal? Vielleicht Morningstar, ne? Ja. Dann bei Angriff, dem Prinzip gehe ich jetzt mal von aus. Einfach doppelklicken. Alter. Boah. Okay, nicht confirmed. Dann hast auf Schaden. Bitte, oder? Ist aber trotzdem Auto-Hit, ja. Okay. Oh ja. Ja, die da hinten wären panisch. Und der liegt am Boden, röchelt. Die haben richtig voll schwer zum hingegangen, Ron, dass ein Kehle aufgeschlitzt hat. Mit dem Morgenstern. Kron bewegt sich hier hin. Mhm. Kron, wie sieht sein nächstes Ziel an? Wie sieht das nicht mehr an? Wobei? Ich hab Auto-Hit. Halt, stopp, ich muss kurz die Flat-Footed löschen. Nee, nicht mehr Flat-Footed. Ich hab sowieso Auto-Hit, bei mir ist es egal. Ja. Verrasch mal, führe meinen Angriff! Magic Missile! Again. Piu, piu! Und wieder schießt ein gleißend weißes Geschoss über den Hof. Dann darfst du den Pfeil drücken und deine Runde beenden. Ja, stimmt. So, dann die 3 ist dran. Er zieht sein Kurzschwert und er begrüßt Kür. Ist die Kür nicht versteckt? Oder hat die... Kür hat geschossen. Ah, okay, das hat gar nicht mitgerichtet. Sorry. Ich hab sogar ihn angeschossen. Ja. Das fand er nicht so cool, aber er haut einfach mal daneben. Ja, er ist einfach zu schwer verletzt. Der arme Bub. Kurz auf Toilette. Du hast auf mich geschossen. Ich schieße zurück. Und da fliegt ein Pfeil an dir, an deinem Sombrero vorbei und bleibt hinter dir stecken, Rainer. Hat er ihn getroffen? Ha? Hat er den Sombrero getroffen? Nein, der ist genau dran vorbei. Glück für ihn. So, dann... Warum wurde ich jetzt Achso, nee, du bist da nicht dran. Severa. Ich hab jetzt auch was zu... Die quasi einfach anreden, ohne irgendwas jemanden anzugreifen, oder? Was möchtest du machen? Entschuldige. Entschuldigung, ich habe wieder zu dir gesprochen. Ich kann jetzt auch einfach irgendwas sagen, ohne dass ich direkt angreife, oder? Gewalt ist keine Lösung. Sprechen ist eine freie Aktion. Ja, Katze, du wirst gefüttert. Okay, dann gehe ich erstmal dahin, wo der am Boden liegt und röchelte. Stell meinen Fuß auf dessen Brustkorb, schwing kurz mal mein Schwert und schrei laut: Hey, ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr sterbt jetzt hier. Oder ihr versucht anständig mit uns zu reden. Und lasst das hier in Frieden. Und ich gucke natürlich noch ganz besonders grimmig dabei rein. Kann ich einen... Wahrscheinlich soll ich dir jetzt auch einschüchtern oder sowas würfeln, oder? Das wäre schön, wenn du mir einen Intimidate wirfst. Gut, ich hätte mich jetzt als nächstes gefragt, wie das nochmal heißt. 6. Ja, okay. Dann gib mal deine Runde an Kür ab, wenn du nichts mehr machen möchtest. Okay. Hab abgegeben. Du stehst heldenhaft und er, auf ihm und er spuckt Blut. Er blutet. Auf deinen Stiefel spuckt er Blut. Ja. Ja, genau so hört sich das gerade an. Schau, wie ich voll zu Blut, du Drecksau.
Das ist ganz schön dreckig. So, Kür, ist du da rein? Du ist mir egal. Du möchtest. Hast dich nur rausbewegt? Ich habe auch geschossen, aber. Achso, Entschuldigung. Ja. So. Bandi 2 ist jetzt endlich mal dran. Er weiß auch, dass du auf seinen Kameraden geschossen hast. Deswegen will er jetzt dein Sombrero treffen. Auf. Targeted. Scheint mach mal den kurz den Geschirrspüler auf. Passieren, was ich gerufen habe. Auch der Pfeil geht genau an deinem Sombrero vorbei. Ohne ihn zu berühren. Ich möchte noch betonen, ich bin der Schatten. Ja gut, nach dem Schuss bist du kein Schatten mehr. Ich bin immer noch der Schatten, würden die mich ja treffen. Es ist einfach, er macht einfach wie Neo, nur mit einem unglaublich riesigen Hut. Den lenkt einfach ab, deswegen zielen die falsch. Einfach so. Ja, aber dabei fange ich immer das Auge. Das ist halt wichtig. Okay. Ne, stell dir das wieder vor, wie so ein Adler, der eine Maus fixiert. Mhm. Und au. Dann würfel Schaden. Im Gegensatz zu meinen NPCs. Ja, genau. Ach, in die Fresse. Ihr denkt dran, euch eure Munition abzuziehen? Ja. Sehr gut. Welche Munition? Stolz auf euch. So, Dex. Humanitär. Dex trifft auch. Jungdoll. Soll ich dich schlagen? Okay. Ja. Sollen wir gehen? Du hast übrigens auch gehustetes Blut an deinen Stiefeln und an der Hose. Ja. Das ist so Splatter. Das ist so Splatter-mäßig. Übrigens, kleine Info, er ist am Boden. Ihr könntet ein Coup de Gras machen. Das ist ein automatischer Hit mit doppeltem Schaden. Ihr könnt doch einfach enthaupten. Wir brauchen sie leben. Ja, wir? Man kann sie auch am Leben lassen. Nein. Ein Glück, du bist kein Psychopath. Ich bin einfach nur eine tödliche Präzision. Erst mit seinem kleinen Finger das Gold verteidigt und danach habe ich mir einfach ins Gesicht geschossen. Gut. Kron. Du bist ein Psychopath. Kron ist dran. Das war dann dieser Eins. Der ist ja dope. Den kriege ich nicht, aber Bandit 2, das sieht gut aus. Ist 2 eigentlich auch schon tot? Nein. Eins hat er. Ja, stimmt. Der Eins ist er. Und die dritte leuchtende Kugel macht sich da den Weg zum Banditen. Jusam. Komm, mach's. Mach es. Magic Missile. Sehr gut. Du freust dich da sehr drüber. Ja, das gefällt mir. Dann darfst du deine Runde abgeben. Warte mal, bis ich Course 4 verwende. Dann schreist du einfach nur wie ein Mädchen, das kleine. Ein 5-Foot-Step nach vorne und einmal Kierhauen. Und verfehlen. Bandit 1, er blutet. Er röchelt Blut. Severa. Ja, ich gehe jetzt an dem Sterben. Ich bringe ihn nicht um. Gehst du an ihm vorbei oder über ihn drüber? Über ihn drüber. Du hast noch mehr Blut an deinem Stiefel. Ja, ich bin schon drauf gestanden. Mich das schließt auf sowas. Dann bin ich bei Banti 2. Riesel, wenn du Hilfe brauchst, dann zwinker dreimal. Sonst warum kann ich den Banditen 2 nicht anvisieren? Steuerung und Linksklick drauf. Steuerung Linksklick drauf, ja. Fühle ich.
GB. Und so ein Kampf. Ich finde mein Fenster nicht mehr. Es ist rechts neben dir. Es ist sogar offen. Eigentlich ist es. Einmal rausspringen. Eigentlich ist es links neben ihr. Es ist genauso links neben ihr, wie es links neben dir ist, Joey. Ja, gut, aus ihrer Position. Ich hab's bestimmt gleich gefunden, was ich brauche. Aktion, genau. Ja, ja. Hast du jetzt gerade nach links geguckt, um das zu überprüfen, Joey? Nein. Sehr schön. So. Und dann, tu ich mal auch mal zuschlagen. Moment, ich muss zweimal, weil es zwei Schwerter sind, ne? Wenn du zweimal zuschlagen möchtest, musst du zweimal würfeln, richtig. Okay, dann habe ich dies getan. Critical Shred. Ich glaube, dann darfst du jetzt einmal Schaden würfeln. Passt nicht. Würfel ich Schaden? Hinten auf den Damage. Doppelklick. Da, wo Damage steht. Ding, ne? Ja. Du hast ihn halt instant in den. Du hast mittlerweile zwei Leute auf dem Gewissen, ja? Just saying. Decapitation! Moment. Zwei Zweihänder? What the? Ja, zwei Einhänder. Zwei Einhänder. Zwei Langschwerter. Okay, der Spieler kennt es als. Du hast ja zweihändigen Schaden gewonnen. Nein, das 2H heißt einfach nur, dass sie es in beiden Händen benutzt. Weil das unterschiedliche Angriffssteps hat. Okay. Weil ein Langschwert hat eigentlich ein D8. Deshalb, wenn du zweihändig nutzt, hast du ein D10. Nein, nein, sie hat zwei Langschwerter. Sie hat zwei Langschwerter und kämpft Dual-Wield. Ja, und ich meinte erst, Langschwert hat ein D8, kein D10. Hat Langschwert ein D8? Nein, hat's nicht. Instant gekillt, eieiei. Na, ich hab ihnen gesagt, sie können sterben. Items, oder? Weapons. Ja gut, scheißegal, ist ein cooler Kill. Das auf jeden Fall. Das war auch nur ein D8, nee, ist ein D10, stimmt. Aber... Ich guck mal kurz in ihre Langschwerter rein. Handed genommen. Nein, hab ich nicht. Ich hab den falschen Würfel reingezogen, als ich es erstellt habe. Ist egal. Mein Fehler. Das sind sehr scharfe Schwerter. Zweihändig sind sie besonders scharf. Auch wenn zwei Langschwerter ziemlich unpraktisch sind, nicht? Ja, also zweite Hand wirst du doch eigentlich fiese Penalties kriegen, oder? Ja, hat sie doch. Der hat die Talente dafür. Der hat einen 4er Abzug. Mit dem Talent hast du 4-4 auf jeder Hand Abzug. Ach, deswegen hast du bloß plus 1, okay. Richtig, ja. Statt plus 5. Okay. Ich hab die Waffe rein erstellt. Das ist richtig. Das ist in Ordnung. Ich beschwere mich nicht über mehr Schaden bei ihr. Ich hab's auch gerade schon korrigiert. Will sie jetzt eigentlich noch was machen oder nicht? Sie kann nur noch einen 5-Foot-Step machen oder eine freie Aktion. Der ist tot, der macht mir nichts mehr. Dann musst du abgeben. Ja. Ja, Verzeihung. Kür hat ein kleines Problem da oben. Oh. Frage wäre jetzt gewesen, kann ich ihn auch auf ihn raufspringen und währenddessen zustechen? Das ist ein Kampfmanöver. Ja, Hier kann wegen. Ich das machen? Kann ich ihn abschieben? Ja. Sekunde, bei den Kampfmanöver muss ich nachgucken. Leg doch einfach irgendwas fest, was du denkst. Ja, mach mal unten mit auf Modifier mit minus 5. Also gib unten minus 5 ein in den Modifier. Okay. Und jetzt muss ich was tun? Ganz normal Angriff. Ganz normal Angriffswürfel und wenn du es schaffst, bist du auf ihm drauf. Eher nicht so. Das ist so nicht so. Du bist dafür aber jetzt staggert. Du bist im Taumeln. Weil du an ihm vorbeigesprungen bist. Sehe schon mal keinen Legolas. Oh Gott, ich hab Staggered richtig. STAGGERD, ne? Ja. Wenn irgendwo.
Ja, gut. Aber weglaufen kann ich jetzt nicht mehr. Also einen Schritt so weg. Nein. Ne? Du müsstest dich erst wieder fangen. Das braucht halt eine Aktion. So, der ist tot. Einer. Kurz, um das klarzustellen. Das ist eine offene Tür. Da kann ich hinschießen, oder? Das sind 90. Wie kannst du denn da weit? Ich glaube nicht, dass... Schießen. Ach so. Ja, du kannst 120? Ach so, das ist ja ein schwerer Crossbow, ne? Ja. Ja, sicher. Dann kannst du reinschießen, ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, musst du mal gucken, ob das von deiner Entfernung her passt. Er hat einfach so eine Bange. Der Adler visiert den nächsten... das Raubtier visiert einfach das nächste Opfer an. Schade. Aber du hast die Tür penetriert. Sei froh, dass wir nicht mit einer Fumble-Tabelle spielen, sonst hättest du sie jetzt treffen können. Und, das wäre lustig gewesen. In Nahkampf schießen ist vierer Abzug. Warum denn Nahkampf? Er steht 90 Meter weg. Ja, aber er ist mit jemand anders im Nahkampf. Rainer? Oder? Rainer steht auf der Palisade. Nein, aber Kier ist im Nahkampf mit ihm. Der Bandit ist im Nahkampf mit Kür. Versuch mal auf Leute zu schießen, die gerade wild aufeinander einhacken, ohne den anderen zu treffen. Regeltechnisch vierer Erschwernis. Ja. Mhm. Ja, habe ich aber auch gerade vergessen. Also, alles gut. Das ist nämlich das nächste Talent, auf das ich hinarbeite. Um das zu negieren. Schuss im Nahkampf, ne? Ist das. Ich glaube, dass es damals so viele Talente gab. So, gut. Aber bist du ansonsten fertig, Rainer, oder willst du noch was machen? Du kannst noch einen 5-Foot-Step machen oder eine freie Aktion. Da runterspringen ist kein 5-Foot-Step. Naja, genau genommen schon. Drop it like it's hot. Erdbombe. Aber ich könnte so runtersegeln an meinem Sombrero. Ich glaube nicht, Tim. Den Akrobatikwurf will ich sehen, dass du den schaffst. So. Don't make me do it. Das ist so Piratik. Dex. Ja. Pack meine Armbrust weg und spring mal hier vorne runter. Mach die Superheldenlandung. Schlecht für die Gelenke. Hä, sind das nicht 5 Meter? Müsstest du jetzt nicht. 4,5, ja, da müsstest du einmal Akrobatik machen, um nicht uns. Ja, okay. Oh, er macht die Superheldenlandung. Er landet da wie. Nur Ninjas in der Scheißgruppe. Er landet nur Ninjas. Er landet da wie Iron Man. Nein, das ist jetzt eher so ein gelangweilter Hüpfer. Kron guckt hinterher. Kron hat keinen Bock mehr. Gut, also. Kannst du runterflattern? Alex? Na dann retten wir mal die gute Kür. Hämmertal. Anscheinend doch nicht. Baum, Mann, schreite zur Tat. Kron! Sag mal, wenn ich mich hier so ein bisschen so. Ja. So stelle, ne? Und dann so um die Ecke. So. Nein. Na, Wand. Nein. Also laut der Dings ist da eine Wand doch. Außerdem steht Alex davor. Ach Mann, ich hab aber einen Insta-Hit. Na gut. Flatter. Nein. Ich steck mein Karma weg. Und ich würde vorsichtig die Leiter runterklettern. Mhm. Um nicht in meinen Core Drops zu landen, da ich weiß, dass sie da liegen, und würde anfangen, sie aufzusammeln. Okay. Ja, also Dex, du hörst, wie es hinter dem Ding Opa. Macht. Ja. So. Bruder, Schwester. Ja, das Schwert blitzt dich an. Und es schlägt an dir vorbei. Meine Banditen sind heute echt nicht gut, Mann. Ich hätte hier wahrscheinlich einen Drachen reinsetzen können, der hätte euch nicht getroffen.
4 Felder kann ich gehen, ne? Ja, noch plus jetzt, dass er automatisch trifft, auch bei einer 4. Ja, wahrscheinlich. Hallo? Hallo? Ja. 4 Felder kann ich gehen, ne? Genau. Ja. So, bin 4 Felder gelaufen, mehr kann ich wohl nicht tun. Du kannst auch mehr, du kannst auch rennen, dann brauchst du halt das eine ist andere Aktion damit auch. Richtig, genau. Rennen ist eine volle Aktion, da hast du eine doppelte Bewegungsweite. Okay. Muss ich noch irgendwas würfeln oder so? Nein. Nee, nee. Okay, dann renne ich darüber, wo jetzt hier. Das heißt, ich kann 4 dann laufen, nochmal 4 laufen. Genau. Ja. 3, 4, das heißt, ich wäre hier, richtig? Ja. Eins weiter vor noch. Eins weiter vor dann. Ja. So. Gut. Dann darfst du abgeben. Ach ja, das vergesse ich irgendwie immer. Mit deiner Bewegungsaktion wirst du wahrscheinlich deinen Staggered auflösen mit deiner ersten Standardaktion. So, dann hast du noch eine Standardaktion. Bin ich noch am Taumeln? Nee. Nein. Deswegen hast du nur eine Standardaktion. Kannst auch keine volle machen. Also du kannst jetzt nicht sowas wie Rückzug machen oder ähnliches. Ja. Du hättest aber angreifen können. Achso, du hast angegriffen. Ich gerade. Ah, okay, schade. She tried. At least she tried. Okay, nachdem ich mich über meinen letzten Schuss ein wenig geärgert habe. Schießt einfach in die Menge. Irgendeinen triffst du schon. Wir sind ja alle tot. Da ist der Hit. Reicht nur 14. Natürlich die minus 4 vergessen. Stimmt. Sekunde. Ja. Läuft. Ernsthaft 1. Das war ein Streifschuss. Du schießt hier an 3 Leuten vorbei und versuchst. Ich sei froh, dass du mich getroffen hast. Ja, ich schlendere. Also ich finde mich schon gut. Ich schlendere gemütlich weiter und. Tu dem Typen, ne, den als Nummer sicher überprüfen, ob er auch wirklich tot ist. Nein, lass ihn leben. Oder ist er tot? Der ist schon tot. Der ist tot. Anzeige, aber das weiß der Charakter nicht, deswegen überprüfe ich das gerade. Ja, er ist tot. Mause tot. Ich hab hier einen Kopf. Du stehst übrigens in der richtigen Blutsuppe. Ja, dafür gibt's Stiefel. Für alles andere gibt's Mastercard. Alex? Alex? Jo. Muss ich jetzt irgendwas überspringen, weil ich habe, glaube ich, vorhin aus Versehen irgendwas aktiviert. Als Kornbran war, bin ich auf True Strike, glaube ich, gekommen. Willst du ihn verwenden? Eigentlich nicht. Dann lass es, dann greif nochmal an. Also der zählt es jetzt nicht automatisch dazu, wenn ich einfach nur einen Attack mache, ne? Nein. Müsstest du selbst unten im Modifier eintragen, plus 20. Ah, okay. Dann hier, Würfel, go. Jawohl. Go, go, Würfel, Ranger. In your face und hier. Ja, siehst. Bonk. Mögest du Frieden in der Armen, doch in den Armen der Göttin finden. Doch ist er nur am Sterbend.